die Welt der Neuerscheinungen. Und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fallstückchen. Copycat. Es ist wieder soweit. Spiel Neuerscheinungen. Nur mal ganz kurz, wie ich das mache. Ich gehe auf Steam, gehe auf alle Neuerscheinungen und lasse einen Würfel von 1 bis 30 entscheiden, welches Game ich denn jetzt nehme. Diesmal kam Copycat raus. Ich bin eigentlich der Hundemensch, toleriere aber auch Katzen. Nicht sauer sein an die Leute, die Katzen mögen. Ansonsten genießt das Video. Wir starten jetzt rein. Und ja, bitte vergesst das Abonnieren nicht. Den Like, wenn ihr wollt. Und einen Kommentar. Da reicht doch drin, wenn da steht, ich mag Apfelsin zum Beispiel. Ansonsten folgt mir gerne auf twitch.tv/herrseelenlos, denn da ist immer geile Action mit der Community. So, let's go. Neues Spiel. Oh mein Gott. Copycat behandelt sensible Themen aus familiärer Traumata, Verlassenheit und andere emotionale Belastungen. Falls sie selbst eine schwere Zeit durchmachen, denken sie daran, dass sie nicht alleine sind. Holen sie sich Unterstützung bei Freunden und Familie. Okay, ich wusste nicht, dass das so deep geht. Überhaupt nicht. Ich habe mir auch nichts durchgelesen, weil das nimmt mir dann was. Wir schauen mal. Okay, der geht deep. Fünfter Juni. You must be excited. The kittens are just up ahead. No. Leave the kittens for the children. Gotcha. Then let me show you our adult cats. Forgive me, but haven't we seen you around here before? Didn't you come in a few weeks ago looking for a missing cat? Darling, I won't blame you for thinking all us old ducks look the same. It's a little walk down the hall. Are you okay? I'll be fine. I'm not dropping dead anytime soon. Okay. Well, here they are. Don't be shy. I look pleased to meet you. Ich weiß jetzt schon, welche ich nehmen würde. Ah, jetzt bin ich es. Okay. Looking for something in particular? Yes, ja, actually. Sie. Hätte ich sofort genommen. Gib mir die. B. Is she the one? Ja. Yes, she's the one. Great. This cat is very active. She'll run around the house all day long. Are you sure you're okay? You're looking a little pale. Also, die meisten Menschen würden sagen, es geht mir gut, weil sie adopting a cat is a big responsibility. Are you sure you're capable? I've raised a daughter. I can handle a cat. All right. Let's get the adoption underway. Okay. Das ist düsterer als gedacht. One last step. Let's fill out this form together. I give my full consent that my adopted cat will become a part of my life moving forward. I agree to treat this cat in a humane, loving and respectful manner. This cat will live under my roof and have a place to call home. Okay. Well, she's all yours. She's found her new family. She has. Hey, Süß. You okay back there, darling?
I'm a firm believer in getting to know someone before I judge them. You agree? Okay. Great. I'm Olive. I think we're going to be good friends. Now, what do you think of the name Dawn? Got a nice ring to it. Finde ich jetzt nicht. Na gut. My dearest Dawn. Das mache ich übrigens. Alles gut hier? We make a fine duet, Dawn. Get excited. We're nearly home. Home is the base where everything begins. Mhm. Schick. This is my home. And now it's yours too. Ready to come out, Dawn? Yes. Ich war noch nie so bereit. Ui. What are you waiting for? You're all talk and no walk. Bin schon was älter, ja. You're safe here. I won't hurt you. Ah. Ja, nee. Oh, don't get your knickers in a knot. Besser als beißen, oder? Denke ich mir. Keine Ahnung, tut beides wahrscheinlich sehr weh. Ich gehe jetzt raus. I see you. Die macht das falsch, oder? Schreibt mir in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ah, locken mit Futter. Okay. Is somebody a little bit hungry? Gewiss leiden. Er muss schon gruselig sein als Katze. Oh, it's all right. It's just the telephone. Ja, woher soll ich das denn wissen, Mann? Dawn, Dawn, come back. Hey, Mom, it's me. The nurse told me you were discharged on the weekend, so don't pretend like you're not at home. I'm just a bit worried about you. Please call me back. Dawn, you want a cuddle? I'd really like one. Alter. Right. Okay. Das ist schon ein bisschen bedrückend. Okay. Hm.
Wakey, wakey, Dawn. It's nearly afternoon tea time. Tag später, zwei Tage später, drei Tage später. Food's ready. Ich will Thunfisch. Ich würde sagen, die hat was mit der Hüfte. Come on. You can trust me. We'll get to know each other soon enough. Boah, muss schwierig sein als Katze oder Kater. Hey, ich hatte es vor, zumindest anscheinend. I'm just going to the pharmacy. Don't get into too much trouble while I'm gone. Okay, Dawn? Mhm. Kein Problem. Gegessen werden muss. Ist lieblich dargestellt, das Game. Freiheit, aber wie? Meint ihr, das ist so? Wenn ihr die aus dem Tierheim holt? Ich kann mir das gut vorstellen. Hunde sind da anders. Also, wenn sie sich gewöhnt haben, ich glaube Katzen dann natürlich auch, aber Katzen am Anfang ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Fand ich spannend jetzt, ne? Sind Katzen farbenblind? Naja. Erinnert mich an etwas, aber an was? Okay. Entschuldigung. Ich rieche irgendwas. Oh ja. Echt? Die Katzen bringen das dann zu ihrem Napf zurück? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Das ist eine interessante Spiele-Neuheit tatsächlich mal. Absolut gar nichts für mich, aber ich glaube, für einige von euch eventuell. Die Demo ist kostenlos. Copycat heißt das Game. Vielleicht für jemand, der ins Diepe gehen möchte, was Gutes. Wenn ihr versteht. Oh mein Gott, wieso... Wieso liegt hier einfach ein Hähnchenschenkel? Gönn dir, Alter. The paws of wild cats are similar to that of the common house cat. Their claws play a key role in bringing down prey. Das muss geil sein für eine Katze. In der Garage auf. Die verstecken ihre Beute, ist das wirklich so? Also in der Wildnis verstehe ich das. Ich meine, das ist ja auch gerade Wildnis für die Katze eher wahrscheinlich. Noch ein Stück.
Mom, it's me. Stop ignoring me and just pick up the phone. I don't care how independent you feel. We need to sort out your next steps with the retirement home. Call me back. Ich weiß jetzt, in welche Richtung das so geht. Ich denke, die gute alte Dame möchte das auf gar keinen Fall. Ins Altersheim und wird ihr Mann verloren, wie es scheint. Okay, das geht sehr, sehr deep, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist etwas, was ich nicht weiter spielen werde. Möchte nichts triggern, bin ich ehrlich. Aber wer Interesse daran hat, diese Geschichte weiter zu erfahren, ihr wisst genau, wo ihr es findet. Und bei Steam gibt es das, Copycat heißt das. Ich weiß nicht, wie teuer das Spiel ist, weil es ist auch die Demo jetzt. Ich denke, auf den Eindruck reicht es. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, das ist eine der ersten Neuerscheinungen, wo ich sage, schaut euch das vielleicht mal an. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Dankeschön für den Like, für das Abo, für den Kommentar. Euer Herr Senus. Bye, bye.